Jesus spricht über das, was nach der Entrückung kommt. Teil 10. Aufgewühlte Wasser, Krieger und Bräute. 16. März 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Aufgewühlte Wasser. Euer Land tritt in aufgewühlte Wasser ein, während wir sprechen. Die Vorkehrungen sind schon getroffen und an Ort und Stelle bereit, so dass die Handlungen erfolgen können nach einem Angriff auf euer Land. Termine wurden schon vereinbart, Auszubildende warten hinter den Kulissen, aufgerufen zu werden, und was bevorsteht, wird eine sehr gut inszenierte Reihe von Ereignissen sein, um diese Nation in ihre Knie zu zwingen. Viele, die den schlechten Neuigkeiten nicht zuhören wollten, werden komplett überrascht und unvorbereitet getroffen werden. Viele haben keine Ahnung, wie extrem verdorben die Führung ist, und sie betrachten jene, die ihre eigene Regierung für das New York City Debakel vom 11. September verantwortlich machen, als Verrückte und Verschwörungstheoretiker. Sie werden zu den am meisten verwirrten und unvorbereitetsten gehören, dass sich ihr Leben rund um Bequemlichkeit drehte und darum den Status quo, den Ist-Zustand zu erhalten. Niemals in einer Million Jahre würden sie glauben, was ihnen wirklich angetan wird, da ihre Aufmerksamkeit komplett abgelenkt ist von dem, was wirklich in einer alarmierenden Geschwindigkeit voranschreitet. Da wird massenhafte Verwirrung und Panik herrschen, wenn die Bomben fallen. Das Verschwinden von so vielen Familienmitgliedern wird einigen von ihnen tödliche Herzanfälle bescheren und zu Selbstmorden führen. Wie auch immer, da wird es einen Rest geben, der schließlich vom Zaun heruntersteigt und aufsteht, um seine Rechte zu verteidigen. Doch es ist zu spät. Ihre Rechte wurden schon weggenommen. Was jetzt getan werden muss, ist, die eigene Zukunft im Himmel zu sichern, ihre Erlösung, ihre Buße und Umkehr, und dass sie sich komplett auf mich verlassen. Jene, die Waffen aufnehmen mit der Absicht, es im Alleingang zu tun, ohne meine Hilfe, werden scheitern. Nur jene Männer und Frauen, die es immer wussten und zu mir gehören, sind von mir gerufen, das zu verteidigen, was richtig ist in diesem Land. Nur sie werden Erfolg haben gegen alle Ungereimtheiten. Wenn ihr also darüber nachdenkt, es allein zu tun, habt ihr euch leider geirrt. Kommt unter die Autorität und arbeitet mit jenen, die vorbereitet worden sind. Herr, wenn jene, die erwählt worden sind, dieses Land zu verteidigen, wie du sagst, deine sind, warum wurden sie dann nicht entrückt? Das ist eine sehr gute Frage. Kennst du den Charakter meiner Braut? Ich denke schon. Ist sie kriegerisch? Überhaupt nicht. Sie ist wie der Priester im Film Die Mission, der geradeaus in die Söldner hineinlief, welche auf jeden schossen und jeden, den sie sahen, töteten und niedermähten. Genau richtig. So wären meine Bräute, die mir entgegengehen. Und das ist der Charakter meiner Braut. Sie ist eine Geliebte, nicht eine Kriegerin. Den einzigen Krieg, den sie führt, ist gegen ihre eigenen Sünden. Aber in einer früheren Botschaft sprachst du über jene, die erwählt sind, zu kämpfen. Meine Liebe, das ist der Charakter der Seele. Würde jene Seele, die ein Kämpfer ist, zu einer oder einem Geliebten werden, würde sie eher auch entrückt werden. Aber einige Seelen haben einen sehr, sehr starken kämpferischen Instinkt. Und sie haben auch einen Teil zu spielen und einen Platz in meinem Königreich. Am Ende werden sie den Weg der Liebe verstehen. Meine Engel verstehen die Wege der Liebe sehr gut. Aber aus der Notwendigkeit heraus haben sie sich erhoben, um meine Ehre und mein Königreich zu verteidigen
Und wenn all dies vorüber ist, und ich meine ganz vorüber, werden sie aufhören zu kämpfen, denn da wird es nichts mehr geben, das verteidigt werden muss. Aber jene Zeit ist noch weit weg. Herr, ich verstehe etwas nicht. Warum hast du all dies nicht getan nach dem letzten Zyklus der Zerstörung mit Atlantis und so weiter? Für dich, meine Liebe? Diese Information ist im Moment jedoch nicht nötig, aber im Himmel wird alles deutlich verstanden werden, okay? Du, Herr, bist so süß, dass du mich fragst, ob es okay ist. Du bist auch mein kleines Mädchen und ich möchte dich auf keinen Fall entmutigen, Fragen zu stellen, während du heranwächst. Also, zurück zum Plan. Der Plan? Ja. Die schändlichen Pläne derjenigen, die ausgebildet sind im Intrigieren und Egoismus, ihr Gewissen versenkt, geschlossen und völlig verzehrt von Korruption und Gier. Was sie fürchten, wird über sie kommen. Auf keinen Fall werden sie der Feuersbrunst entkommen, die noch kommen wird. In ihrer Ignoranz und Selbstständigkeit glauben sie, dass sich das Szenario abspielen wird wie geplant. Sie haben keine Vorstellung, wie weit entfernt sie von der Wahrheit sind. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet, wenn Plan über Plan nach hinten losgeht und was ihnen die schrecklichen Konsequenzen ihrer kurzsichtigen Gier und ihrer grauenhaften Sünde gegen die Menschheit, gegen jene, die ich in meinem eigenen Bild erschaffen habe, einbringen werden. Traurig wird der Tag sein. Vor allem, meine Liebe, möchte ich jene warnen, die zurückgelassen worden sind, dass im Alleingang zu handeln, Waffen aufzunehmen und im Alleingang auszuholen, schlimme Konsequenzen haben wird für sie und ihre Familien. Vorerst möchte ich sagen, dies wird eine Zeit sein, sich zu verbünden, zusammen zu beten und einander zu ermutigen im Angesicht von allem, was kommt. Es ist eine Zeit, sich in Hoffnung zu verbünden, in Liebe und Sicherheit. Es wird jedoch Verräter geben. Nur durch den Geist werden Seelen einander bekannt sein. Das Fleisch lügt und täuscht, aber der Geist bezeugt die Wahrheit. Das ist es, warum es von absoluter Wichtigkeit für sie ist, zu beten und eine Beziehung mit mir zu haben. Tut nichts, ohne dass ihr mich zuerst konsultiert. Akzeptiert keinen, ohne dass ihr mich zuerst hinzuzieht, denn ich werde enthüllen, was in den Herzen der Menschen verborgen ist, ihre bösen Absichten. Also, diese Botschaft zusammengefasst, verbündet euch, setzt das Gebet an die erste Stelle, denn ohne das Gebet werdet ihr im Dunkeln tappen. Verlässt euch nicht auf menschliche Weisheit, lehnt euch an mich und mein Geist wird euch instruieren. Nicht ein mächtiger Wind, aber eine noch kleine Stimme, die euch sanft in die richtige Richtung stupst. Denkt daran, es ist nicht wichtig, ob ihr euren Leib verliert. Das ist nur ein befristetes und kurzes Ereignis. Aber eure Seele bestimmt eure Ewigkeit. Ob ihr eure Kinder oder Eltern wiedersehen werdet, eure Tiere und die Unschuldigen. Ob ihr gequält sein werdet in den Feuern der Pein, die ich erschuf, nicht für euch, sondern für die rebellischen Engel, oder ob ihr Einzug halten werdet im verheißenen Land und ewige Freude haben werdet, hängt von euch ab. Seid nicht irregeführt. Wofür ihr gelebt habt auf Erden, ist nichts im Vergleich, wofür ihr leben werdet bis in alle Ewigkeit. Nichts ist der Verlust eurer Seele an die ewige Verdammung wert. Thank you.